Herr Erzbischof, Sie sind jetzt seit gut über einem Jahr bei uns in der Diözese als Erzbischof. Darf ich Sie fragen, wie geht es Ihnen denn dabei? Ja, danke, danke. Ich darf wirklich sagen, das erste Jahr ist recht gut gegangen. Ich möchte mich wirklich bei allen Gläubigen unserer schönen Erzdiözese herzlich bedanken, dass mir das Anfangen hier relativ leicht gemacht worden ist. Das freut uns. Sie sind heute das erste Mal hier bei uns im Mariatal bei der Nachtwallfahrt. Es war eine große Ehre für uns. Und ich bitte Sie jetzt, ein paar Worte noch an die Gläubigen, vor allem auch an unsere Jugend richten, die ja heuer Firmung feiert, die Erstkommunion feiert. Haben Sie da ein paar besondere Wünsche, die Sie an die Gläubigen heranbringen? Ja, das freut mich schon, dass ich diese Gelegenheit bekomme, hier zu den Gläubigen dieser Pfarre und der ganzen Umgebung ein paar Worte zu sagen und besonderen an die jungen Leute. Was möchte ich diesen jungen Menschen gerne sagen? Das, was mir einmal gesagt worden ist vor vielen Jahren, als ich UNO-Soldat war und ich einen Pfarrer gefragt habe, den Militärseelsorger dort, nachdem ich die Bibel gelesen habe und Gott an mir vorübergegangen ist, wirklich, ja, das habe ich so tief erlebt, habe ich den Pfarrer gefragt, was muss ich tun? Und er hat mir ein Wort gesagt, das sage ich gerne weiter. Er hat gesagt, gib Gott in deinem Leben eine Chance. Gott im Leben eine Chance zu geben, liebe junge Leute, das ist es, worauf es ankommt bei unserem Christsein. Danke, Herr Erzbischof. Bitte. Ich wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Ja. Danke. Ich hoffe auch, dass ich bald wiederkommen kann in diese wunderschöne Kirche und Gegend. Danke. Bitte.